meine Damen und Herren. Ich bin noch nicht im Dienst. Nicht, dass einer zu schnell anruft, sondern sitzt am Klo. So sitzt bei mir im Klo aus. Da wird erstmal was gelesen und dann ist die Wiegeeinrichtung kaputt. Auch so ein digitaler Scheiß. Auf Deutsch, jetzt sage ich mal Scheiß. Wieder Dieter Bohlen, habe ich neulich schon mal erklärt, warum ich Scheiße eigentlich normal nicht sage. Aber wenn der Dieter Bohlen Scheiße sagt, darf der Rettenwagen auch Scheiße sagen. Also ich sitze tatsächlich auf dem Klo und heute war tatsächlich der 24. Oktober wahrscheinlich, Moment mal, das könnte hinkommen, das sieht man auf dem Rechner, ne? In unseren Daten wird man sie messen, steht hier, ne? Ist auf dem Amboss der Erfahrung gehämmert, steht hier, auf dem Amboss der Gefahr, der Erfahrung gehämmert, und dann können wir hier noch ein bisschen weiterlesen und dann will ich Ihnen noch ein bisschen was erzählen, wie es weitergeht. Und dann bla bla und so. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber jetzt ist Folgendes. Wie ist das während der außerhalb der Arbeitszeit im Homeoffice? Kann ich Ihnen ganz genau sagen. Nur die Vorgesetzten wissen es nicht. Man muss die Vorgesetzten manchmal daran erinnern. Ne? Also wenn ich mir die Hand abtrocknen muss, das ist natürlich während der Arbeitszeit. Ne? Ich kann ja während der Arbeitszeit sogar aufstehen. Ich soll sogar aufstehen. Ich jas. Ne? Hallo. Guten Morgen übrigens. Ich jas. Könnte. Hatte ich auch schon. Ich hatte alles. Knie kaputt. Ich hatte alles orthopädisch. Das spielt alles keine Rolle. Wann war das? Liegt zu weit zurück. Wenn Sie praktisch ganz schlecht dastehen, für den Grad der Behinderung spielt nur die aktuelle Erkrankung eine große Rolle, alles andere nur eine untergeordnete Rolle. Ganz komisch, ne? Wie komisch ist denn das? Also das heißt, wer sowieso schon schlecht dasteht, kriegt also meistens keinen Behindertenausweis mehr. Aber das wird man abwarten können, also die Hemianopsie plus die körperlichen Beschwerden durch die zwei Schlaganfälle aktuell von diesem Jahr. Und dann wird man sehen, welche Grad der Behinderung das Versorgungsamt im Laufe des Jahres, bis Weihnachten vielleicht, denke ich mal, sollte man das schon mal haben. Weihnachten gibt es ja sowieso eine Zwangspause, hat der Landrat jetzt gesagt, von Böblingen. Tja, das ist interessant. Im Moment ist ja noch mild, da regt sich keiner auf und der Wein ist gut, weil es schön feucht war, hat man gehört. Aber der Enzkreis habe ich nachts, schlafen Sie nachts? Nachts habe ich gehört, der Enzkreis hat keine Notreservebrunnen und viele Gemeinden haben keinen Notfallplan, wenn der Strom ausfällt. Dann ist also das Licht aus. Das kann ich gar nicht ausschalten. Aber das Handy geht dann noch. Das habe ich auch mal erlebt. Habe ich schon erzählt, wie das war, wo es sehr dunkel war. Und dann ging wenigstens das Handy noch. Mit dem Handy konnte man den Elektriker bestellen. Sonst hätte man da zu Fuß hinlaufen müssen, wenn die Sonne aufgeht. Also Licht kommt ja normalerweise nicht vom Strom. Meine Damen und Herren, also ein bisschen Krebs einschalten, Ihr Hirn, hier oben irgendwo, Großhirn oder Kleinhirn. Ne? Licht, es werde Licht, so steht es in der Bibel. Und damit entlasse ich Sie in den Tag. Ich melde mich dann wieder über den Dienstrechner an. Und wenn jemand was von mir wissen will, soll er mich anrufen mit Strom. Und wenn der Strom ausfällt, weil der Staat hat ja einen Notfallplan. Übrigens, fragen Sie mal, wahrscheinlich rufen Sie gleich beim Bürgermeister an und fragen, hast du einen Notfallplan? So ein Blödsinn. Ne? Also, ich habe keinen Notfallplan. Ich habe den Vorteil, dass ich aus einfachen Verhältnissen stamme. Ne? Da weiß man, dass man praktisch das Stromsperre. Es gab auch mal einen autofreien Tag auf der Autobahn. Da habe ich Fußball gespielt auf dieser Autobahn in den 70er Jahren. Sonntags, da habe ich Fußball gespielt, weil ich in der Nähe gewohnt. Und nebendran ist ein großes Sportzentrum entstanden. Es gibt ja keine Zufälle, da habe ich auch musiziert. Und da war sogar mal ein Klassentreffen und so. Das ist neben der Autobahn. Ne? Auf der anderen Seite ist ja der Golfplatz. Jetzt muss ich Code stoßen. Ne? Tschüss.